Auf dem Bau ist es in den letzten Jahren nur bergab gegangen. Aber jetzt mit Helmut Kohl und der CDU tut sich endlich was bei uns. Es wird wieder gebaut und unsere Arbeitsplätze werden wieder sicher. Es geht wieder aufwärts. Deutschland fasst Vertrauen. Die Arbeitnehmer sehen, die Zeichen für den sicheren Aufschwung werden immer zahlreicher. Die Deutsche Bundesbank verkündet in ihrem neuesten Monatsbericht, in wichtigen Bereichen macht sich eine aufwärts gerichtete Tendenz bemerkbar. Die Zinsen sinken. Das bedeutet, Bauen ist preiswerter. Betriebe können wieder mehr investieren. Kredite sind endlich billiger geworden. Die Preise werden stabiler. Das Statistische Bundesamt meldet, erstmals seit Jahren liegt die Preissteigerung unter 4%. Die Hausfrauen merken es beim Einkaufen. Die Wirtschaft fasst Tritt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht wieder aufwärts. Und dieser Aufschwung schafft und sichert Arbeitsplätze. Helmut Kohl. Dieser Kanzler schafft Vertrauen. Die Bürger unseres Landes wissen, nur mit der CDU und Helmut Kohl geht es wieder aufwärts in Deutschland. Seit Helmut Kohl regiert, gibt es wieder einen soliden Haushalt, sind die Staatsfinanzen neu geordnet, sind die Lasten gerecht auf alle Schultern verteilt, ist die Wirtschaft in Fahrt gebracht und die junge Generation weiß, Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich ganz persönlich dafür eingesetzt, dass alle jungen Menschen Ausbildung und Arbeit bekommen. Dieser Kanzler schafft Vertrauen. Sie haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie Ihren CDU-Kandidaten. Aber die Zweitstimme entscheidet die Wahl. Mit der Zweitstimme entscheiden Sie, dass die CDU die Wahl gewinnt und Helmut Kohl seine Arbeit als Bundeskanzler fortsetzen kann. Aufwärts mit Deutschland. Jetzt den Aufschwung wählen. CDU.